Das alte Fahrerlager ist faszinierend, einmalig in Deutschland. Ja, das ist 1927, das atmet noch. Das ist unrestauriert, das ist wunderschön, ganz einfach zu erleben. Und dazu dann noch die Nordschleife, das ist nicht zu überbieten. Also da finden Sie nichts im Ausland, das ist in Deutschland, ja. Und da sind wir alle begeistert, einmal im Leben das gemacht zu haben. Die Stimmung hier im alten Fahrerlager ist genial. Gerade heute habe ich gesagt, wenn man hier Fotos machen kann und sie filmen und hat kein modernes Auto im Hintergrund, da müssten eigentlich nur noch alle Leute so angezogen sein wie damals. Da würdest du denken, ach ja, 1929, ein paar ältere Autos sind dabei, die bei der Eröffnung vom Nürburgring da waren, aber irgendwie stimmt alles. Also sehr genial. Das ist unglaublich schön, um durch die Wälder zu rasen, ja. Und das geht hoch und flach, das ist doch, das kennen wir nicht bei uns in Holland, alles ist flach, ja. Und dann kommen plötzlich diese Veritas und AFM und Spezial BMW Fahrzeuge und so viel gab es noch nie auf einem Platz. Für mich ist es einfach wie einen Tag Studien am alten Auto in der richtigen Umgebung. Also es ist eine einmalige Veranstaltung mit den Veritas-Fahrzeugen. So viele Veritas-Fahrzeuge hier auf dem Ring hat es seit dieser Zeit damals bis 1953 also nicht mehr gegeben. Man braucht kein Prophet zu sein, sowas wird also wahrscheinlich nicht mehr möglich sein. Gut, ich bin ja mit drei Fahrzeugen gekommen und meine Frau hat die Großmutter gefahren, mein Sohn den RS. Und ich hatte den 1923 Indianapolis Mercedes gefahren zum allerersten Mal. Man muss mal wieder eine Runde gedreht haben, dass das wieder in Fleisch und Blut übergeht. Und dann ist das ganz einfach ein Traum, ein Traum. Und ich habe dann heute schon richtigen Spaß gehabt beim Kommentieren am Freitag, dass man diese Veritas-Geschichte endlich mal richtig erzählen kann. Also, dass es wirklich nur diese Jahre von 48 bis 53 waren. 5 Jahre mit riesiger Hoffnung. Und es ist im Endeffekt so wie heute mit manchen Automarken auch. Die Leute haben die Autos leider nicht gekauft. Es ist schade drum, aber es ist toll, dass die Geschichte jetzt gezeigt wird. Dieses Ereignis mit diesen 31 Fahrzeugen ist also noch nicht da gewesen, wirklich dazu beiträgt, dass auch den jüngeren Menschen das eine Verbindung wieder geht zu dem alten Motorsport, wie es früher war und nicht die heutige Formel 1 und was weiß ich. Da meine ich, das ist für mich persönlich doch eine innere Erlebnisbefriedigung auch. So sehe ich das einfach.